Leben teilen. Unter diesem Leib feiern wir unseren Bruder und Herrn Jesus Christus, der in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden ist. Er hat seine Jüngerinnen und Jünger nicht allein gelassen. Auch heute ist er bei uns und teilt mit uns diese Feier. Er ist unsere Mitte, unsere Kraft. Leben teilen steht auch für die Botschaft des heiligen Martin von Tours, dem Patron unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart. Martin teilt den Mantel und rettet dadurch das Leben eines Armen. Die Mantelteilung verbindet Martin unverbrüchlich mit Jesus Christus. In den Kirchen und Religionsgemeinschaften, dass wir Friedensstifter sind. Wir bitten für alle, die politische Macht haben und Entscheidung über Leben und Tod treffen, und für alle, die unermüdlich nach Frieden zum Gespräch und Frieden suchen. Wir bitten dich, Gott, dein Heiliger Geist begleite und beseele uns. Gib deinen Geist in das Ringen um ein Ende der Gewalt und des Krieges in der Ukraine und an allen Orten, an denen Menschenleben bedroht und zerstört wird durch Unfreiheit, Folter und Krieg. Gib deinen Geist in alles Helfen und Sorgen für die geflüchteten Menschen. Gib deinen Geist in die Gedanken und Arbeit für eine menschliche Zukunft. Gib deinen Geist in das Leben und das Miteinander der Menschen hier und an allen Orten. Gib deinen Geist allen Christinnen und Christen weltweit mit Frieden zwischen den Religionen und Kulturen. Gib deinen Geist uns und mit ihm die Kraft, dass wir aus diesem Geist handeln.
Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Zeit mit euch hier am Wasser zu verbringen. Segen immer für Bonifatius Work und alle die wunderbare Arbeit. Und dieses letzte Lied spielen wir sehr oft in diesen Tagen. Weil wir brauchen, wir hoffen, wir beten für Frieden. Es ist ziemlich klar, wir suchen alle etwas. Und wir tragen diese Sehnsucht tief in uns. In unserer Welt tut vieles weh, was wir brauchen mehr denn je als Frieden. Shalom, shalom.
Dokumentiert es sehr, sehr anschaulich. Ich glaube auch nicht, dass wir in den grundsätzlichen Fragen unterschiedlicher Meinung sind, sondern dass das im Zweifel eher die Frage ist, wie man das gemeinsame Ziel am besten erreichen kann. Und jetzt, um auf den Titel zurückzukommen, Christenpflicht oder Verbrechen? Naja, also wer anderen hilft, begeht in jedem Fall kein Verbrechen. Und Sie haben das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zitiert. Natürlich ist es so, dass wer andere in Not sieht, denen auch helfen muss. Wir müssen nachher die Frage diskutieren, wie das dann konkret im Mittelmeer aussieht und wie es sich verhält und wo vielleicht gut gemeintes auch zu weniger guten Ergebnissen führen kann, jedenfalls aus meiner Perspektive. Darüber müssen wir mit Sicherheit sprechen und wie man verhindern kann, dass Menschen überhaupt den gefährlichen Weg über die zentrale Route des Mittelmeers nehmen. Wir haben ein großes Problem. Wir haben ja seit 2013 eine große staatliche Seenotrettung gehabt. Sie haben, sind darauf eingegangen, Mare Nostrum durch Italien. Damals sind die Zahlen der Überfahrten sehr stark gestiegen. Auch die Zahl der Toten hat sich massiv erhöht. Und man hat es dann in eine europäische Mission Sophia umgewandelt, die im Grunde genommen ausgelaufen ist bis zum Jahr 2019. Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil diese europäische Seenotrettung ja nicht an Deutschland gescheitert ist, sondern sie ist gescheitert daran, dass Italien, vor allen Dingen Italien, aber auch andere Mittelmeeranrainerländer letztlich frühzeitig aus dieser Mission ausgeschieden sind. Und eine staatliche Seenotrettung ohne die Anrainerstaaten, die in der Europäischen Union sind, das dürfte kaum denkbar sein. Die Frage ist jetzt, ob man sagt, und das ist ja bei dem Evangelischen Kirchentag 2019, wo das Ganze dann auf den Weg gebracht wurde, mit diesem besonderen Satz so auf den Punkt gebracht worden, man lässt Menschen nicht ertrinken, Punkt. Das ist so deutlich gesagt worden, weil es natürlich auch Menschen gab und auch gibt, die die Aktionen der zivilen Seenotretter kritisieren oder sogar kriminalisieren. Und deswegen wäre gleich dann nachher meine Frage auch an Sie, wie Sie jetzt dazu eigentlich stehen bei dem, was Sie gesagt haben. Ob Sie sagen, natürlich muss man die Menschen retten und das andere, was Sie jetzt eben zu Recht beschrieben haben, auftun. Jetzt ist meine Frage,
Ich könnte jetzt natürlich länger auch nochmal schildern, wie es zu dieser Initiative gekommen ist, aber wir wollen ja gleich direkt reingehen. Meine Frage ist jetzt, was genau ist denn die Position? Also sagen Sie oder andere, wenn man die Menschen da aus dem Meer rettet, dann ermutigt man andere, sich auf diese gefährliche Reise zu machen. Also tun wir es nicht, um sozusagen qua Abschreckung die Menschen davon abzuhalten, auf diese gefährliche Reise zu gehen. Ich will einfach nur der Vollständigkeit halber sagen, wir haben keinen europäischen Staat, auch keinen europäischen Bundesstaat. Und deswegen können wir natürlich von Europa viel fordern. Aber wenn die einzelnen Staaten sich nicht beteiligen, nicht mitmachen, dann haben wir dafür auch nur sehr wenige Instrumente an der Hand. Deutschland hat immer zu denen gehört, die ihren Beitrag zur Hilfe geleistet haben. Das gilt bei der Seenotrettung, weil wir es dort insgesamt mit sehr niedrigen Zahlen zu tun haben. Sie haben das erwähnt. Ich glaube, seit 2018 sind durch private Seenotretter etwa 5.000 und 6.000 Menschen gerettet worden. Das ist nichts, was Deutschland alleine oder erst recht ganz Europa irgendwie in Probleme bringen würde. Deutschland war immer bereit mitzumachen. Und zwar nicht erst dann, wenn alle mitmachen. Als wir nach dem Ende von EUNAVFOR Med Sophia das erste Mal ein solches Bündnis geschmiedet haben, waren dabei Deutschland und Frankreich als die zwei Großen und darüber hinaus Portugal, Irland und Luxemburg. 5 Länder. Und ich sag mal, ins Gewicht gefallen sind nur Frankreich und Deutschland. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir haben begonnen mit Frankreich und Macron und einigen anderen Ländern. Am Schluss war Deutschland alleine. Wir haben am Schluss alleine Relocation-Programme gemacht. Die Menschen von den griechischen Inseln aufs griechische Festland und dann auch weiter nach Deutschland. Nennen Sie mal die Zahl. Ja, wir haben es dort extrem wenig. 2.500 Menschen zu tun. 2.500. Ja, wir haben es mit 2.500. Das ist vergleichsweise viel, aber ja, immer noch eine Schande. Natürlich, natürlich. Aber wir haben es auch, finde ich, richtig gemacht. Wir haben nämlich beispielsweise, als es um kranke Kinder und deren Familien gegangen ist, das ist vielleicht eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Hummler, haben wir alle nach Deutschland genommen. Alle sind nach Deutschland gekommen, in kein anderes europäisches Land. Und ich halte das im Übrigen für richtig. Ich habe mich dafür eingesetzt, weil es da nicht um die Frage ging, naja, wenn der Weg nach Deutschland frei ist, dann kommen alle, sondern da ging es schlicht um die Frage, ob wir diesen Menschen helfen können. Und es ist offensichtlich, dass man denen weder auf den griechischen Inseln noch auf dem griechischen Festland so helfen konnte wie in Deutschland. Und deswegen war es richtig, dass wir sie zu uns geholt haben. Das Problem sind ja nicht die Migranten. Deren persönliche Gründe sind immer nachvollziehbar, unabhängig davon, ob sie rechtlich ein Recht dazu haben oder nicht. Das kann man ja erst in einem Verfahren feststellen. Aber wir haben es dort auch mit Verbrechern zu tun, nämlich mit Schleppern. Und diese Schlepper sind menschenverachtend. Wir haben das erlebt. Je mehr Seenotretter, ob staatlich oder privat, insbesondere in den libyschen Gewässern unterwegs waren, desto voller waren die Schlauchboote, desto schlechter war der Gummi, chinesische Fabrikate, desto weniger voll waren die Tanks der Motoren. Und es war ganz offensichtlich, dass diese Schlepper im Grunde genommen alles so ausrichten, dass das Boot theoretisch so weit kommen kann, dass es eben von Seenotrettern gefunden werden kann. Ob es dann, oder in vielen Fällen, das wissen wir ja, ist es nicht passiert und diese Menschen sind ums Leben gekommen. Also das müssen wir, glaube ich, schon einfach mit in den Blick nehmen. Da sind wir uns völlig einig übrigens, also was die Schlepper betrifft. Ich habe während der Operation Sophia, der Seenotrettungsoperation, die Sie schon angesprochen haben, der EU, die hatte ja das Ziel, die Schlepper festzunehmen, zu zerschlagen. Ich habe ein Marineboot, die Werra, besucht damals im Hafen in Sardinien und habe mit den Bundeswehrsoldaten da gesprochen. Die haben mir erzählt, wie sie
viele tausend Menschen aus dem Mittelmeer gerettet haben. Das Ziel der Mission war die Bekämpfung der Schlepper. Ich habe das ausdrücklich unterstützt. SOS Humanity, der Trägerwechsel sozusagen von dem ersten Schiff, was wir mit den Spendengeldern da gekauft haben. Diese Aktivität der Seenotretter und all der anderen Boote. Wie beurteilen Sie die? Sagen Sie, aus meiner Sicht zwei Optionen, sagen Sie, das ist nicht gut, was Sie machen, weil das alles, was Sie jetzt gesagt haben, eben doch vielleicht dann mehr Leute aufs Meer gelockt werden. Oder sagen Sie, das ist schon gut, dass wir die haben, aber es ist keine Lösung. Dann wäre man einig. Ich hatte ja schon gesagt, dass das für mich jedenfalls, um im Titel zu bleiben, kein Verbrechen ist. Es hilft, die Symptome zu bekämpfen. Und ich glaube, mir ist jetzt auch keine bedeutende Wortmeldung bekannt, die das in Deutschland als etwas Verbrecherisches oder auch Unethisches nur bezeichnet hätte. Das Problem ist eben schon, ich glaube, wenn man die Gesamtrechnung im Blick hat, dass wir zu einer europäischen Lösung kommen müssen. Das heißt nicht, dass wir in unserem eigenen Handeln limitiert wären oder bestimmte Dinge nicht tun können. Das heißt aber sehr wohl, bei der Frage, was wir von anderen verlangen, wird es eine europäische Lösung erschweren oder wird es ermöglichen? Fakt ist, Horst Seehofer hat es nicht geschafft, obwohl wir in seiner Regierungszeit oder seiner Amtszeit ein Jahr oder ein halbes Jahr Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union hatten und für Deutschland neben dem Haushalt das Thema Migration das zentrale Thema dieser Ratspräsidentschaft war. Und seine Nachfolgerin, die Frau Faeser, die hatte ganz zu Beginn der Legislatur mal sehr vollmundig davon gesprochen, dass man jetzt unmittelbar davor stünde. Sie hat es bis heute nicht erreicht. Und ich würde ihr das auch nicht vorwerfen, sondern ich würde ihr eher das Vollmundige zu Beginn vorwerfen, weil das eben nicht den Realitäten entspricht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in nahezu allen anderen europäischen Ländern wir nicht diese Offenheit haben, und zwar nicht nur was den Staat anbelangt, sondern der Staat bildet im Grunde genommen ja nur die gesellschaftliche Position ab, die gesellschaftliche Offenheit, die wir hier haben. Und wenn Sie erlauben, Herr Bedford-Strom, Sie hatten einen Punkt angesprochen, der betraf die sicheren Häfen und das Engagement der Städte. Also da muss ich sagen, das kann ich ehrlich gesagt, oder da bin ich sehr klar, dass Migration immer national gesteuert werden muss. Ich wäre sogar sehr dafür, das im europäischen Maßstab zu machen, aber dann hätten wir eine deutlich inhumanere Migrationspolitik, als wir die heute in Deutschland haben. Aber wir sind natürlich ein Land und wenn der OB von Stuttgart beispielsweise sagen würde, ich nehme so und so viele Migranten auf, dann sind zwei Dinge wesentlich. Also erstens mal müssen die nicht in Stuttgart bleiben, sondern können jeden anderen Ort der Bundesrepublik besuchen, größtenteils sogar jeden anderen Ort in Europa. Und zum Zweiten, das muss man fairerweise auch sagen, ich war auch 9 Jahre Oberbürgermeister, ich habe sehr viel, oder für mich ist die kommunale Ebene die entscheidende. Aber alle die Oberbürgermeister, die das gefordert haben, das waren die ersten, die anschließend sämtliche Kosten 1:1 vom Bund finanziert haben wollten, also keine Bereitschaft hatten zu sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die kostet uns viel Geld, das ist auch heute der Fall, das ist auch richtig so, das ist unsere Verantwortung, aber wir tragen unseren Teil dazu bei. Und nicht nur sind wir unter uns geblieben, wir haben das Leben, die Sorgen, die Schrecken der Ukraine mit hineingenommen.
Wir haben die Bibel geteilt. Wir haben unsere Hoffnung miteinander getragen in Gottesdienst und Gebet. Wir hatten Gäste und wurden bereichert durch deren Impulse. Wie schön ist das? Und jetzt? Jetzt teilt unser Herr sein Leben mit uns. Im Wort und im Sakrament. Er ist die Mitte und ihn wollen wir jetzt grüßen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie herzlich ein zum 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 7. bis 11. Juni 2023 nach Nürnberg. Gemeinsam mit der Stadt, mit der Region, mit der Landeskirche in Bayern freuen wir uns, wenn Sie alle nach Nürnberg kommen und noch viel mehr. Unsere Losung lautet, jetzt ist die Zeit. Wir wollen gemeinsam diskutieren. Wir wollen Debatten führen und wir wollen Debatten führen über Gott und die Welt. Wir wollen gemeinsam singen und beten und auch feiern. Wir wollen der Welt zeigen, wie weit unsere Hoffnung reicht für das Handeln im Jetzt. Wenn man die Losung von Nürnberg und das Leitmotiv von Stuttgart zusammenfügt, dann heißt es wie folgt: Jetzt ist die Zeit, Leben zu teilen. Das ist doch ein wunderbarer gemeinsamer Auftrag. Und wenn ich mit diesen sehr wertvollen Erfahrungen 2 Jahre in die Zukunft denke, dann freue ich mich sehr, dass ich hier heute gemeinsam mit Bischof Neumeier als Erfurterin in meiner wunderschönen Heimatstadt im Herzen Deutschlands zum 103. Katholikentag 2024 nach Erfurt einlade.